Das ist schon geil mit so vielen Flugzeugen und das ist nur ein Training. Hammer. Ja. Ist echt Hammer, vor allem auch schön, schön durchgemischt. Dann macht euch schon mal bereit und dann. Erstmal die Wheeljocks weg. So. Dann Rolle. Was muss ich sagen? Genau, die F-18 geht nochmal zu den F-16, das ist quasi ein Five-Ship dann. Auch. So, Atlas bereit zum Stopp. Wie sieht's bei Viper und Harry aus? Harrier rolling. Also Taxing. Gut, da ich die F-16 hinter uns sehe, beginnt Atlas mit dem Start. Ja, wir machen Short Takeoff, ja, ne? Ja. Also ich habe einen Nozzle Rotation Speed bei 98 Knoten. Habe ich auch, ja. 98, gut, 55 und dann starten wir trocken. Richtig, genau. So, machen wir das. So, dann lassen wir die Jungs erstmal die Bahn freimachen und dann stellen wir uns auf. Atlas Airborne. Da wäre ich dem Flo doch eben fast hinten drauf geflogen. Nee, gefahren, weil ich den startenden Fliegern hier zusehe. Ja, sieht so geil aus gerade, ne? Hammer, Hammer. Ja, das ist halt das Böse am Harrier, ne? Wenn er einfach von alleine losrollt. Phototime, Phototime. Gut, dann. Ready for takeoff. Also, gut, okay, hier steht alles soweit da. Okay, dann Brake Set. Brake Set. Throttle up. Throttle up. Brakes, release. Bin schon weg, bin die beiden reingefahren. Gear up. Flaps up. So, Gears up, Flaps up und. Dann Right Turn auf Wegpunkt 1. Seid ihr noch hinter mir, oder? Ja. Ich hab Visual, ich alle gegnerische Flugobjekte gesichtet. Also beziehungsweise hat es das MX darüber gesagt, wir gehen auf Abfangkurve. Ja, also ich hab Visual auf euch. Sehr gut, ich reduzieren Schub auf 95. Check. Ja, ich hoffe, das reicht bei euch, dass er noch ankommt. Hat man hier so eine Anzeige eigentlich, wie viel Schub man gerade gibt? Ja, rechts. Ich hab bloß eine APM. Das ist, genau.
Achso, stimmt, da ist noch ein Punkt zwischen euch nicht gesehen. Ich dachte, ich bin bei 950. Dann wird nur 50%. Dann kannst du mit zum Mond fliegen, ne? Genau. Ja, das Pegasus-Triebwerk. Will nach vorn. Ich habe jetzt übelst geil bestellt von Trompeter 1:32 ein Harrier Night Attack. Sehr schön. Muss ich nur zusammenbauen dann. Ja, das ist das Schönste an der Sache, oder? Naja. Also ich fand das immer, ich habe damals als Kind so ein bisschen hier, ne, Revell und so ein bisschen gebaut. Das war eigentlich schon das Schönste. Ja, das Schönste ist immer, wenn es denn wirklich zum den letzten Sachen geht. Ganz kurz, wollen wir mal die Ayama Rig aufwärmen, nicht dass wir dann nachher wieder stehen und das Ding fährt 3 Minuten hoch. Ja. Ist recht dann. So, kurz ein bisschen rumtrimmen. Ja, ich bin tatsächlich auch noch am Trimmen. Ich versuche mal ein bisschen aufzuschließen. Ich bin noch ein bisschen weit ab vom Schuss. Ich kann auch noch reduzieren, ne? Ja, also muss nicht. Ich habe einfach getrödelt. Einfach die Arme weg anklicken, ne? Dann wärmt sie auf. Ja. 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 Mehr brauchst du da nicht machen. Dann kann ich aber auch wieder zurück ins EW, ne? Also RWR. Das ist eine gute Frage. Das funktioniert dann, glaube ich, nur dann, wenn du wirklich im Air-to-Ground-Mode schon bist. Das bin ich gerade nicht. Also ich bin jetzt auf der Stores-Page. Ja, ich war auch auf der Stores-Page, aber bin zurückgegangen ins RWR. Was ist das, eine Suppe hier? Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt auch direkt neben dir, Flo. Ich bin jetzt irgendwie da raus, aber ja, ne? Das ist auch nur also partiell. So, ja. Ja jetzt was gut ist, ich habe im HUD habe ich diese Wärmesignatur gesehen die ganze Zeit, ja, trotz Wolken. Ja. Das ist so geil, wie das ist, ne? Wenn du manchmal Bodenangriff fliegst, das kann auch extrem stören, ey. Das ist, wenn du jetzt irgendwie mit einer Gun oder sowas irgendwo drauf gehen willst und das ist nur am Flimmern die ganze Zeit. Aber kannst du mal noch ein bisschen ausbeschließen? Aber manchmal ist es auch extrem hilfreich, also. Ja, es ist wirklich zweischneidiges Schwert. Ja. So, was meint ihr? Ich würde bei 15.000 ungefähr ausleveln. Ja, höher sollte es nicht sein. Atlas geht Angriff über Vorschiff auf der Gegenseite. Bin jetzt gleich links hinter dir. So, okay, ich werde langsam gerade. Ja, das sieht sehr gut aus. So, 15.000 habe eine Aufschaltung. Na, das Vieh schaltet mich auf. Ja, ich habe auch Spike. Fluggeschwindigkeit? 3,25 habe ich. Okay, das passt, dann komme ich so mit 3,30 hier angeschlichen. Oh, ich verliere aber ein bisschen Geschwindigkeit gerade auf Starwick. Okay. Reduziere nochmal ein bisschen, ja. Ich schalte jetzt auf Störung. Achso, hat zu viel reduziert. Ich
glaube, Shooter links. So, 5 Meilen bis Wegpunkt 1. Rechts geht was runter, wird was abgeschossen. Ja, die F4 ist gerade vom EWF verschwunden. Gut, dann fertig machen für Fans in, Licht aus. Fans in. Nächste Aufschaltung, ja. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir da reingehen sollten, ja. Gerade eben, wobei. Okay. Lass mal einen Holding Para fliegen. Ja. Left turn. Harry an alle, wie ist der Stand im Luftkampf? Eine F4 ist hier noch. So, verstanden, wir fliegen Holding Pattern an Wegpunkt 1. Wir haben einen Autopilot reingemacht. Ja. Ich auch. So, bei welcher Flughöhe? 15.490. Hat jemand die F4 noch oder ist sie abgeschossen worden? Ich hab sie nicht mehr auf dem AWR. Wo ist down, aber auch alle F4 sind down. Momentan Luftraum frei. Gut, dann gehen wir rein. Den Countermeasure-Pod stelle ich auf. Winchester, ich gebe mir mal neues Zeug holen. Den stellst du auf Repeat, wenn du aufgeschaltet wirst von den Sams. Okay. Ja. Mhm. So gut, dann habt ihr euch das Taggern eingedreht? Nee. Nö. Wasser 1. Hm? Elf X-Ray, das ist der das ist das Tackern von Hatay. Ah, wie gut. Good to know. Oh, na, dann warte. Haben wir einen Wegpunkt 2 auch? Ja, haben wir auch. Ja, dann nehme ich doch den. Was war die Nummer für den Tackern? 11 X-Ray. Gucken wir nochmal schnell. Also Wegpunkt 2 ist 57 Meilen entfernt. Tackern ist... Muss man noch was drücken, um den Tackern anzumachen? Achso, warte, ja. Muss auf Tackern auf deinem Numpad davon drücken, Tackern und dann on. On, ah ja, on. Okay. entschuldigt, das ist Basel al-Assad, der Tackern. Wegpunkt 2 liegt auf Hatay. Gut, dann so. Nehmen wir Wegpunkt 2. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir erstmal mit den Sidearms rein, ne? Ja. Scannen wir mal eine Runde. Ja. Armstrong. So. Was machen wir jetzt? Wir gehen rein. Auf, Weg, auf Wegpunkt 2. Gut. Ich fliege einen Pattern an Wegpunkt 1 und übernehme die Luftrolle. So, Flo, bist du noch an uns dran? Oh, ich muss erstmal wieder rankommen. Ihr wart so weit weg von mir. Ja, okay. Also wir so, haben so, ich also habe Fluggeschwindigkeit 3.13 und ich halte, glaube ich, so ziemlich... Naja, ich flieg 3.70. Komm schon ran. Denk dran, nicht overshooten, ne? Das ist hier wie bei der Preis des Highs, nicht überbieten.
Ich drehe die Nozzles einfach komplett runter, wenn ich zu nah komme. Ja, kann man machen. Die beste Airbag, die es gibt. Kann man machen, ja. Womit gehen wir als erstes rein? Mit den Sidearms, oder? Ja, ja. Erst Sidearms. Und dann gucken wir mal, ob er nah genug rankommt für die Mavericks. Obwohl ich immer noch sagen muss, dass der Harrier ja doch recht gut bremst. Ich kann die aber irgendwie nicht auswählen, die Sidearm. Die wählst du oben über Gun auf. Aus. Drückst du Gun und dann nochmal, dann kommst du auf Sidearm. Ah. Deswegen machen wir das Training. Genau. Aber eigentlich müsstest du jetzt also so, oder? Da ist wahrscheinlich dein Lautstärkeregler noch auf 0. Weißt du, wo der ist? Nee, den habe ich eigentlich an, aber der hat die Gun ausgewählt im HUD. Ja, dann drückst du da nochmal drauf. Jetzt, ah. So, und dann drückst du, und pass auf, und dann drückst du Cage an Cage und dann ist das Ding nicht mehr so gestrichelt, sondern... Ja, ja. Lange her, dass ich die mal benutzt habe. Nee, Basel, Al-Assad, so rum. Basel? Ja. Hast du einen Ton mittlerweile, oder? Ja, Ton, alles da. Gut, alles klar, schön. Anflug auf Basel, oder was hast du gesagt, Stefan? Jawohl, richtig. Na gut, ich würde da jetzt mal wieder ein bisschen Schub erhöhen. Ja. Jo, relativ nah. Ja, du bist ja, kommst ja gut ran, ne? Wie schnell seid ihr? Ich bin im Air-to-Ground-Modus und habe 355 True. 355, gut, dann muss ich noch ein bisschen runter. Ich habe ein neues Symbol im HUD, das kenne ich noch nicht. Wie sieht's aus? Über meinem Kreis von der Sidearm ist so ein Halbkreis mit einem Kreis und einem Punkt und einem Dreieck oben drauf. Das macht man einen Screenshot und stellen wir nachher rein. Kann ich jetzt so ad hoc auch nichts mit anfangen. Ja, jetzt ist da gerade der Spike von der HA. Ja, das ist. Ja, das ist das eine Rock Battery? Warte, was ist das? HRHK? HR? Ist das Hawk? Weiß ich nicht. Hawk, HK ist Hawk. Ich guck gerade nach. Was ist euer Speed? Seid ihr schneller, ne? 428, ja, ja. Also ich bin jetzt hier bei 98, aber ich nehme auch mal gerade ein bisschen Tempo raus. Also HR finde ich nicht. Also ich kann schlecht lesen, weil es übereinander ist. Aber ja, so sieht es bei mir auch aus, ja. Aber man kann das doch bestimmt... Du willst ein Offset einstellen, ne? Ja. Das bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt. Bei der Hornet geht das auf jeden Fall, beim Harrier habe ich es tatsächlich noch nicht gefunden. Ja. Es kann auch sein, dass die Funktion noch nicht implementiert ist, das würde mich nicht wundern. Man kann es limiten, prior Offset... Ja, limiten kann man's, das stimmt, ja. Ja, aber Offset, was ich ja denke, was die Funktion wäre, die wir suchen, kannst du drauf rumdrücken wie so ein... Passiert nichts. Okay, nee. Also wir haben eine HA, das ist der Search Radar von der Hawk und ein UK, wenn ich es richtig sehe. Das ist ein Unknown. UK ist Unknown. Ja. Ich würde mal sagen, wir... splitten uns mal ein bisschen auf. Ja. Also ich gehe nach rechts rüber.
Ja, fliege ich zentral weiter. Ja, du fliegst zentral weiter. Dann gehe ich noch weiter nach rechts. Gut, dann, ja, seid uns auswählen, dann scannen wir mal eine Runde. Da vorne ist schon der Flughafen, oder? Ja, das sind nur noch 20 Meilen, das ist schon, genau, das ist schon das Feld. Sagt mal Bescheid, wenn ihr was locken könnt. Ja. Ich hab noch eine UK jetzt auf dem RWR. Ja, das ist, wie gesagt, das müsste ein Unknown sein. Mhm. Weiß der Geier, was Stefan da hingestellt hat? Los, ich will mal einen auf dem Flughafen. Also ich aber ich hatte noch von nix gelockt bisher, ne? Ne, ich habe auch nix auf dem Radar. Ne, ich bin auch schon mehrfach runtergeditscht und habe mal den Boden abgescannt, da ist noch nichts. Ich habe auf jeden Fall einen Lock. Jo. Feuer. Ich auch. Wo ist das vom Flugfeld aus gesehen? Direkt vor davor, so zum Vorort, also ganz ordentlich weit weg eigentlich. Okay. Viper von Atlas, komm. Ich hab nix. Hab noch nichts. Ihr habt schon Raketen raus. Ich hatte auf jeden Fall übelst viele Wärme-Spikes. Ja, der Flight ist zerfallen. Der Flight ist hoch, zerfallen. Ich hab wieder einen Lock auf. Ja, knall raus, knall raus. Schieße. Ist eine Hawk, ist eine Hawk. Da unten, wo er Impact sieht. Viper 2 ist noch Rifle. In der Area. Ich glaube, der Rest ist entweder RTB oder down. Ich bin hier noch mit 13. Die schießen. Und hab ein paar Stellungen markiert, also. Ja, freut mich auf euch. Jetzt hab ich auch. Wo? Habt ihr gesehen? Wir würden GBUs laden, JDM hat die Mirage nicht. Und du könntest uns dann Bunny Laser. Ich hab zwei Rocket Launches da unten. Durchgeben, damit wir also, er scheint Niklas zu sein oder so. Rocket Launch auf jemanden von euch? Verstanden. Ja, sucht euch was aus. 1, 6, 8. So, nochmal zwei Rockets. Ah, okay. Jetzt hat's mich erwischt. Ja, da scheint Niklas zu sein bei der Hawk-Batterie. Ja. Ah, ich sehe grad. Bin aufgeschalten. Triebwerk ausgefallen, ich steig aus. Ich muss gestehen, dass ich nicht die Weitsicht hatte. Na, ein bisschen geht noch. Wo seid ihr? Seid ihr noch auf der Base? Wir sind. So, ich gehe jetzt erstmal tief hier, defensiv. Ich bin aufgeschalten. Scheiße, wie krieg ich jetzt mit dem DMT hier alles hin? Ich kann auch den DMT auf meinen Haltungsfuß tun, ne? Ja, mit Nosebeer undesignate. Guck mal. Sollte das gehen, musst du nur dort auch mehrfach drücken. Naja, geht, geht. Da ich weiß ja, wo die Hawk-Batterie ist, dann will ich die Maverick da auch reinhauen. Ja, ja. Ich hab jetzt mit der Sidearm hab ich noch keine Erscheinung gekriegt, ne? Na, ich wurde auf jeden Fall gerade noch von der Hawk-Batterie gelockt. Und ja, da stehen aber Iglas oder sowas, wärmesuchende Raketen. Weil die Typen haben Tim untergeholt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, obwohl ich halt auch Flares abgeworfen habe, aber
Ja, du warst halt sehr, sehr nah dran, ne? Ja, ich hab halt überhaupt gar keinen Lock gekriegt, ne? Also ganz komisch. Also ich hab dann irgendwann habe ich dann einen Lock gekriegt, aber. Es wäre vielleicht auch gar nicht mal so unclever gewesen, vielleicht erstmal mit dem Infrarot von der Maverick mal reinzugucken. Aber gut, deswegen machen wir das Training ja. Man lernt. Ich steige erstmal wieder, das ist mir hier mit den. Ah, scheiße, ich komme nicht in diesen komischen Modus rein um die jetzt. Was willst du machen? Dass ich die Maverick ancagen kann. Achso, Maverick musst du dann aber auch auswählen, ne? Ist eigentlich ausgewählt. Ah, Sensor Select Forward. Damit ja, ja. Du so steuern kannst. Hast du das ja? Eigentlich schon, dachte ich. Also das Sensor, ich glaube sogar zweimal nach oben. Aber muss ich zweimal drücken oder einmal lange? Ne, zweimal kurz, glaube ich, um auf IAR Maverick zu schalten. Ja. Weil ich habe ein Ziel im DMT drinne, habe INS Mode, drück Sensor Select Forward. Hey, du musst Cage Uncatch drücken. Ja, genau. Ja, habe ich auch gemacht, aber ist auch nichts passiert. Na, bist du auf den Maverick Bildschirm gekommen? Ne. Siehst du das Infrarotbild von der Maverick? Ne. Nee. Also ich sehe, dass dann, die Maverick... Dann geh nochmal auf Stores, wähle die Maverick nochmal an, dass die geboxt ist und dann an Cage. Ah, die Maverick guckt... nicht da, wo der DMT hinguckt. Dann hast du eventuell den mit dem DMT keinen Zielpunkt designiert, oder? Ja, du musst Waypoint designate undesignate machen, also beziehungsweise TDC depress. TDC depress, ja, warte. Caution. Kannst das auch kontrollieren, ob du einen Targeting-Punkt gesetzt hast, wenn du im EHSD guckst, da musst du dann T0 oder ein T1 sowas haben. Sehr schön. Aber auf jeden Fall schießt die Sam nicht, keine Ahnung, was da los ist. So, Alignment läuft bei mir. Läuft bei dir. Meine Fresse, lock doch. Ah. Copy. Ja, der Umgang mit IR Mavericks ist leider nicht ganz leicht. Also ich tue mich da auch noch wahnsinnig schwer und benutze tatsächlich auch lieber die Laser Mavericks, aber... Ja, Laser Mavericks und Targeting Pod, das ist schon leichter, vor allem diese gleich Bingo hier, das ist... Tatsächlich, was hast du als Bingo eingestellt? Eingestellt habe ich nichts, ich habe jetzt nur 4100 habe ich noch. Naja gut, das ist kein Bingo. Also 2000 kannst du auf jeden Fall runter. Damit solltest du... Ich gehe rechts, geht's hier links oder was macht ihr? Damit solltest du safe zurückkommen. Naja, locker. Aber jetzt will ich diese scheiß Maverick rauskriegen. Du kannst ruhig, Robert. Du kannst ruhig,
Also um die Mavericks rauszukriegen, musst du dann als Sensor Select Switch nach oben machen, ne? Die in deinem HUD muss IR Maverick halt umrandet sein. Viper 4 Final. Komme auch auf den Display von der Maverick jetzt, aber irgendwie guckt sie halt nicht auf den DMT. Ich kann die auch nicht bewegen. Dann ist das nicht der ausgewählte Sensor, da musst du halt dann DDC Forward machen, also beziehungsweise Sensor Select Switch Forward. Im HUD muss IR Maverick dann caged, also muss wirklich umrandet sein. Rifle two times. Ja, jetzt ist es. Aber. Ich sehe auch gar nichts auf meiner Maverick, die hat so ein schlechtes Bild. Copy, geht auch hier rein. Ja, ich bin jetzt auch gerade mit dem DMT auch total überfordert. Ja, ein Avenger. Also, die hatten auch Avenger da unten stehen. Nee, also, die macht irgendwas. Chief Rolling. Choco 1-1, turning left base, runway 17 right. Hast du das Ziel? Weißt du, wo es ist, Flo? Nein, das ist da rechts neben der Straße vom Flugfeld. Da ist so eine lange Straße, die da weggeht. Ich könnte, wenn du willst, kann ich hier Koordinaten durchgeben. Achso, ja, grundsätzlich habe ich das Ziel. Ich habe auch schon mit dem DMT drauf geguckt, aber ich krieg halt diese scheiß Maverick noch nicht raus. Okay, aber na gut, wenn du weißt, wo es ist, dann... Ich werde es noch schaffen. Blöd dann gefragt, Masterarm ist on. Ja, ich habe die Sidearms ja schon geschossen. Ja, okay, ich wollte da nur sicher gehen. Ah, warte, da wird noch was. Die Maverick guckt einfach sonst wohin. Das ist halt das Komische. Hast du den, ist das Targeting-Punkt, also Target-Point, den Punkt, den du mit deinem DMT... Oder kurz markiert hast, weil die hat bei mir automatisch drauf gesloot, wenn das im EHSD unten links geboxt ist bei dir, der T0 ist es bei mir gewesen, der erste Targeting-Punkt, den ich gesetzt habe. Achso, ich habe gar keinen Target-Punkt gesetzt, sozusagen, glaube ich, oder? Naja, dann mit dem DMT aufs Ziel gucken. Deep Depress. Wir sollten uns auf jeden Fall jetzt auf eine Startbahn und Landebahn einigen. Weil wir fahren hier sowieso dann im Kreis, wenn wir landen. Ich stimme zu. Vorschlag an alle, die näher ist an unseren Parkplätzen, nenne ich es mal, nutzen wir zum Starten, die andere zum Landen. Quasi kommt ihr von Norden rein, dann nehmt die linke zum Landen. Copy. So, also Also links landen, rechts starten. Negativ. Die rechte ist dann wirklich nur für Taxi. Die haben Namen. Frag Namen. 17 rechts ist dann nur für Taxi. Okay, dann so. Chief, also holding short, runway 17 right. Gut, Atlas ist wieder startbereit und begeben uns in die Luft. Gehen dann in den Orbit überm Zielgebiet und warten auf Buddy Lasing. Viper 2 wurde abgeschossen, ist aber gleich wieder ready for taxi.
kommt, dann müssen wir gut, dann müssen wir nicht warten, wir gehen schon in die Luft. Ja. So, Flo, wie sieht's aus bei dir? Jetzt guckt die Maverick auf jeden Fall auf ein Ziel, aber der hat so ein ganz komisches Display, also ich kenn gar nichts auf der Maverick. Ich habe auch diese... Ja, zur Info, also anscheinend ist noch irgendwas aktiv, das hat mich jetzt runtergeholt. Vorsicht, ich nehme noch zwei Hahn mit, sicherheitshalber, aber irgendwas ist da noch am Boden und schießt da rum. Also ich sehe dieses komische Kreuz nicht, ob das zusammengeht oder nicht. Und ein oder zwei Rapier. Ja, ich habe ein paar erwischt dort mit den J-Dams, aber irgendwo von hinten eine Sekunde der Aufmerksamkeit und vorbei war es. Okay, ich begebe mich jetzt auch direkt zu Wegpunkt 2. Das falsche Display, was ich hier reinkriege, weißt du, wie ich meine? Ich krieg den Flieger, glaube ich, rein, anstatt meine Maverick. Jetzt habe ich die Maverick, kurz, wo ich nirgendwo hingucke. Aber du hast doch gar keinen Flair. Ach so, du hast einen Flair. Achso, den normalen Forward Locking Infrared, also der von Haus eingebaute. Nicht den Targeting Pod. Oh. So. Magnum times 2. Steht da unten denn noch Sam? Ja, da stehen noch irgendwelche Sachen, ne? Naja, also ich sehe immer noch einen Unknown, einen NS und einen Hawk. Okay, immer noch. Ja. Allerdings habe ich jetzt schon lange keine Aufschaltung mehr gehabt. Also vielleicht ist es ja so. Das nicht mehr. Okay, ist vielleicht das Lock Radar schon. Begibt sich zum Zielgebiet. Ausgeschalten worden. Ja, nee, das ist das nicht das Search Radar, was dann ausgeschaltet wird? Ja, also ich kenne mich tatsächlich nicht aus, ne? Also ich dachte mal, es wäre Search Radar und der Search Radar übergibt dann an den Tracking Radar. Also. Oh, jetzt habe ich ja noch was. War, glaube ich, die falsche Bahn gerade. Ja, okay, jetzt habe ich beide raus. Keine Ahnung. So, richtig, ja. Was beide raus? 17 ja. Rechts für Start und Land. Na dann, zurück zum Wegpunkt 1. Also, bist du jetzt Winchester, ja, oder? Ja. Gut, dann. Viper 2, oh fuck, die beschießen mich. Ich habe einen Avenger rausgeholt und eine Cobra rausgeholt. Ja, unser Fehler, ich habe mich schlicht einfach. Und die Rakete ist daneben gerade, hat mich nicht getroffen. Okay, bist du down, oder? Ja, ist ja kein Thema. Nee, hab's. Ging ja bin ausgewichen. Aus. Ah, okay. Ich hab so lange verteilt, ich wollte keine Orden. Ah, zu viel Funkverkehr, ja. Funkdisziplin. Viper 2. So, Funkdisziplin. Right. Das Problem war, dass ich mit der Maverick kein Ziel gesehen habe und mein Fahnenkreuz schwarz war auf einem schwarzen Hintergrund. Wahrscheinlich hätte ich am Display ein bisschen was drehen müssen, damit ich was sehe. Ja, die Einstellung hast du ja, ne? Dass du das Fahnenkreuz schwarz oder weiß schalten kannst. Ja, eigentlich schon, aber ich hab's gerade nicht gefunden. Das gibt's. Ja, aber gut, ich habe jetzt auch keine Mavericks mehr dabei. Aber ich hab's jetzt hinbekommen, also. Atlas schafft liegt in beiden Türmen, sodass du dich vor uns setzen kannst. Ja, was ich letztens auch zum ersten Mal hatte. Copy. Einfach mal probehalber Mavericks, IR Mavericks gerippelt. Steigen mit 5 Grad, unsere Zielhöhe ist. Und die erste hatte weißes Fadenkreuz, dann hast du die rausgehauen, schaltest auf die nächste, hat sie schwarz. Die nächste hat wieder weiß, die nächste hat wieder schwarz. Das hat sich auch jedes Mal mit verstellt, das ist keine Ahnung. Wobei wir okay. Sind bei der interessant. Quasi, die sagen ja gar nicht Angel. Bist du schon wieder über dem Meer? Ich hab keine Ahnung, ich bin direkt zum Wegpunkt 2 geflogen. Baguette 25. Also ich habe noch 42 Meilen bis zum Wegpunkt 2. So, ich meine Slavik gerade. Achso. Ich hab dich nicht verstanden. Ob du schon über dem Meer bist? Ich bin aber gerade ich über der Küste, 18.500 Fuß und. Ja, warte, Navigation, 370 Knoten. Warte mal, es gibt ja auch IFF, oder? Wo bist du? Wie weit hast du es noch bis zum Meer? Na, ich bin jetzt nur noch 34 weit weg vom Wegpunkt 1.
Okay, dann bin ich 9 Meilen vor dir. Deine Höhe? Gerade mal 7000. Okay. Ja, ich kann jetzt hier oben Schub reduzieren. Kommst du mit hoch oder? Oder ja, warte mal. Treffen wir uns auf 10. Ich hab bloß noch 1700. Ey, dann seh zu, dass du nach Hause kommst. Ich hab noch 3100. Was hat denn da gerade geschossen? Oder sind das Kondensstreifen? Ah, links von uns, 9 Uhr. Naja. Ja, das ist das Kondensstreifen. Oh, da flärt jemand, warum auch immer. Und fliegt schön gerade weiter aus. Ja, war da nicht ein Dings mit dabei? Irgendwie eine hitzesuchende SA-8 oder so? Oder? Nee, SA-8 ist ja nicht, SA-8 ist ja SA-9 ist hitzesuchend, ne? Wärmesuchend. Ich sehe dich wieder, Slavik. Ja, sehr gut. Boah, deswegen habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe auf jeden Fall alle meine Flares rausgehauen, ne? Ach, da fällt mir noch was ein. Ich muss mir gleich noch mein Programm einstellen hier. Zack, zack. Bin jetzt bei 74% Schub. Was soll das da rankommen? Hat der Höhe eigentlich bei Wegpunkt 0 auch seinen Initial Point sozusagen, wo er gestartet ist? Lass uns doch mal gucken. Nö. Anscheinend nicht, also ich habe nur Wegpunkt 1 und Wegpunkt 2 drin. Mehr habe ich gar nicht. Weil den Tarkan hatten wir ja, oder? Deswegen wahrscheinlich das Tarkan, genau. Das war Tarkan 11. Richtig. Ja. Dann drehe ich schon mal einen aufs Tarkan. Ja, mach das. Ich habe jetzt noch 11 Meilen bis zum Wegpunkt 1 da. Ja. Ich muss sputschen, ich habe nur noch 1500. Nee. Wie gesagt, dann guck, dass du nach Hause kommst. Hätte Stefan ja mal ein kleines Tucker-Training mit einbauen können. Das ist ja mit dem Harrier dann doch immer etwas spannender. Echt? Findest du? Ach, ich weiß nicht. Also, ich übe das echt doch regelmäßig, aber ja, muss ich schon sagen. Also, mit Track IR habe ich es nicht einmal hinbekommen. Seitdem ich VR habe, funktioniert es echt gut. Weil du halt ein viel besseres Abstands- und Tiefe-Bild bekommst, ne? Also, hinkriegen tue ich das und es hängt halt so, ne, weiß ja, Geschwindigkeit und Wind und so und hängt dann halt dann doch ziemlich stark von ab. Also das ist halt, ab einem gewissen Punkt vertraust du dann halt einfach blind und man muss sich dann gewöhnen, aber es ist machbar. Ich hatte tatsächlich mal eine Mission, die hatte ich mir von den Benutzerdateien runtergeladen, da hatte ich auch ein Video hochgeladen. Operation Weakest Link, da habe ich tatsächlich, also ich hatte noch 0 Pfund Treibstoff und da habe ich dann tatsächlich dann angedockt. Mit 0 Pfund. Also es war wahrscheinlich irgendwie 3 Sekunden, bevor die Maschine ausgeht. Also das war super knapp. So, ich kriege auch wieder... Viper 2 Level off. Rifle. Schade, dass man bei Stefan nie zugucken kann, was die anderen machen. Ja. Wenn man gerade so zurückfliegt. Dachte ja, ich auch schon. Schade. Harry, Flight an
alle, wir sind zurück auf dem Weg zum Homeplate. Im Zielgebiet hatten wir jetzt noch eine Hawk und einmal Unknown Kontakt, wir hatten aber keine Aufschaltungen mehr. Okay, ich habe einen Rapier Launcher zerstört. Sehr gut. Sehr verstanden. Okay, ich bin so dicht, ich drehe mal ab. Pass aber auf alle Fälle nochmal im Tiefflug auf, wir hatten im Zielgebiet Avenger zerstört. Das könnte was gewesen sein, was die eine Viper weggehauen hat. Ja, ich sehe, der Ziel, die stehen am Ende der Landebahn, der hat da hat er auch auf mich geschossen. Nee, die standen bei den Hawk-Stellungen mit drinne. Konnte ich aber verteidigen. Jedenfalls sie, die auf mich und auf dich geschossen hat. Viper 2 von Atlas haben uns jetzt eingelevelt. Wir geben uns das Zielgebiet und du gibst uns Bescheid, wenn wir irgendwo was abwerfen sollen. Viper 2 verstanden. Ich schalte jetzt mal auf die verbleibende Hawk und schaue, dass ich euch die mal sicherheitshalber wegpuste. Die strahlt anscheinend noch und melde mich gleich wieder. Klingt gut, wir machen vorsichtshalber Störsender an. Klingt auch gut. Skunk war mal das Inbound von Norden auf einmal zu kommen. Was, wo landen wir überhaupt? Hab vergessen. In Basel! Basel. Auf der L, ne? Irgendwas so auf der 17L. No. Genau. Bin schon sozusagen im Anflug. Ja gut, dann. Ich bin zwar noch auf 13.000 Fuß. Landen wir auf der rechten oder linken? Links bitte. Magnum. Bist du schon unten, Flo, oder? Nee, bin gleich schon. Okay. Bin jetzt noch 7 Meilen entfernt. Touchdown. Falscher Runway Area. Bist du links gelandet? No. Oh, toll. Hatten die nie zum Schluss. Hatten die nie zum Schluss gesagt hier, Hat er gesagt, links. Eigentlich schon, ne? Rechts. Einen, rechts starten. Orbit und den, rechts für Taxi. Genau. Rechts starten, links landen, wenn wir von Norden kommen.
Jetzt will er nämlich gerade noch Viper starten. Ja. Viper 2 steckt auf Höhe 2,7 und lässt ein paar Targets. Oh, Startbahn ist auf jeden Fall von meiner Seite aus frei. Okay, dann gehe ich auf rechts, warum auch immer, aber. Linke Startbahn ist frei. Linke Startbahn ist keine Startbahn. Rechte Startbahn verwenden, also rechte Landebahn. Ja, was denn? Jetzt wurde ich angekackt, weil ich links gelandet bin. Ja, deswegen ja. Wir sollen ja rechts landen. 17 rechts ist landen, 17 links ist Taxi. Hat er sich nicht gerade komplett selbst widersprochen? Ja, Taxi. Morning Short. Er hat gesagt, links ist landen, deswegen rechts landen, hä? Oh, ja, und jetzt stellt sich die F-16 auf die rechts zum Start. Also jetzt bin ich völlig verwirrt. Also ich habe auf jeden Fall was zerstört. Ich bin jetzt genau da gelandet, wo Slavik landet. Ich dreh durch her. Ich glaube, da hat jemand eine Rechts-Links-Schwäche von den F-16-Piloten. Ja. Ah, schön langsam kommt er rein hier. Nächster. Falscher Runway. Hin und her. One step right. Hä? Er steht also doch rechts. Rechts landen, links loslegen, richtig? Stopp. Negativ. Rechts landen, rechts starten, links Taxi. Okay, verstanden. Ja. Okay, Viper 3 und 4, 17 rechts starten. Okay. Dann komme ich mal kurz zu dir gefahren. Oh, Alter. Ja, wartet auf mich, mich hat schon wieder zerrissen. Wie hoch warst du? Viel zu tief, aber... Ja... Sag euch, macht euch diese Flair-Salvo an, ne? Der Flair dann so gut. Ja, ich hab eine Flair-Salvo an, ja. Ich habe mir extra Programme erstellt in der Lua-Datei. Aber ich werde jetzt auch mal andere Bewaffnung mitnehmen, denn ich zu also sein. Also links kann ich jetzt rumtaxien, ja? Ja. Wieso denn links? Ich dachte rechts! Nee. Rechts ist Start und Landung. Links ist nur Taxi. Ja. Ach so. Ja. Wurde sich jetzt gerade spontan entschieden, offenbar. Ja, mein Gott, ja, wenn es so ist. Hinter. Und dann tanke ich da. Aber jetzt, wo ich Tim hier habe, wie fahre ich das Triebwerk runter, damit ich es danach wieder ankriege? Du, ich wurde heute zweimal abgeschossen, dann fragst du eindeutig den Falschen. ich wusste aber nicht, dass es da Probleme gibt. Irgendwie immer, wenn ich das Triebwerk ausmache, ist danach kaputt. Ich habe tatsächlich das Triebwerk noch nie aus und wieder eingeschaltet, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann mache ich lieber zur Sicherheit Auto aus. Ja. Caution.
dann hallo da. Die Raketenstart von ungefähr, also maximal 5 Kilometer von der Runway entfernt. Genauer kann ich es leider nicht sagen. Bin mal ganz kurz aufschauen. Verstanden. Ach nee, wieso mache ich mein Flugzeug überhaupt aus? Ich kann nur tanken mit Triebwerk an, ich Idiot. Achso, ich dachte, du wolltest es reparieren. Jetzt habe ich wieder den Punkt versäumt. Das mit den Mark Points in der F-16 ist manchmal ein bisschen tricky. Naja, geht ja schnell an. Jedes Mal, wenn ich den Mark Point setzen will, sollte ja eigentlich normalerweise auf CGP gehen. Aber ich glaube, das muss ich mal mit der F-16 Crew kurz bequatschen. Alles Gute, wie du ein Ziel für uns hast, wir sind momentan an der Küste, können wir einfliegen und was abwerfen. Verstanden. Noch 12% Sprit, keine Flares mehr. Dann hast du ordentlich rausgehauen. Ja. Nehme ich mit für Bomben. Also ich werde jetzt einfach mal, ich nehme zwei dumme MK83 mit und 6 GBU-12 und dann Targeting-Pod noch mit drunter. Mach dich nicht zu schwer, ne? So, wer wollte bitte F-16-Crew was besprechen? Auf 304 bitte. Ja, ich nehme auch ein paar dumme Bomben mit. Weil ich hätte auch zwei MK82. Weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht für die Gebäude da am Flughafen, da mal was Großes drauf zu schmeißen. Brauch mal einen Gunpod? Ne, war. Habe ich weggelassen. Eigentlich nicht. Caution, caution. So, was riecht man denn jetzt? Mach auch die Sidewinder weg. Da haben wir Cap. Ja, also radarmäßig scheint er auch nicht zu stehen. Ich werde die auch gleich abschrauben. Nehmt ihr dafür was anderes mit? Oder lasst ihr die Station frei? Ja, ich werde die freilassen. Kannst natürlich noch dumme Bomben dran schrauben, aber. Die kleinen Mark 3, was sind das, 83 da. Die kannst du deiner Mutter schenken. Freut sich da immer, ja. Machen die das jetzt? Copy. Oh doch, sie tanken. Thank you.
Caution, caution. Caution, caution. Jetzt sagt er die ganze Zeit Fuel Control. Dann wurde er getroffen. Da hat er vorhin nicht gesagt. Hast du hinten dein DECS on? Also hinter links an deinem Sitz, da den ja, nee, war noch aus, hält das an. Ja. Und da drüber auch den kleinen Kippschalter, DECS, und dann den, das sagst du, das ist der kleine, und wie heißt der große da? Ja, dieser wird schwarze Schalter, oder? Ja, genau. Der muss runter. Ja, ist jetzt. Das ist, glaube ich, das ist nicht sogar der Fuel Cutoff Lever? Oder Fuel Cutoff Lever? Ja, ich glaube, ja. Chief holding short runway 17 right, requesting takeoff. Wir sind auch bereit wieder, oder? Zum Zurückfahren. Swing, war das jetzt richtig? Der rechte, den nehmen wir. Ich würde sagen, jawohl. Ich bin bereit zum Rollen. Seid ihr auf Bassel oder was? Genau, andersrum gesagt. Versteht gerade nichts. Ja, das kann sein, aber dadurch, dass du gesagt hattest, die dem Startpunkt am nahesten starten, dann muss man gerade umswitchen wahrscheinlich. Ob so, ihr beiden jetzt... Ja, ist ja nicht schlimm, ich hab's jetzt richtig begriffen. Alter. Ich wollte wissen, ob ihr jetzt noch auf Bassel al-Assad steht. Geht in Landeanflug. Ja. Ja, gut, dann würde ich doch warten, dann warte ich kurz hier auf euch. Ja, komm, gerollt, also ich rolle. Schmeiß mal nur noch mal ganz kurz GW 12 drunter. Ja. Caution, caution. So claim wie das Ding ist, ne? Der kann Bomben kann da schleppen, das ist Wahnsinn. Bomben kann er tragen. Ja. Okay. Ich hab mich ja vor kurzem in die GBU 54 verliebt, die Laser JTAM, ne? Also die finde ich einfach, die ist einfach super, also. Ja, die sind geil. Steht ihr hinter mir? Negativ. Na, wir kommen gerade zu dir. Achso, gut. Aber sag mal, die GBU 54, die hast du doch im Prinzip, die kannst du auch, also der Vorteil von ihr ist, dass du die auch auf bewegte Ziele abfeuern kannst, ne? Richtig, genau. Ja. Weil die dem Laser, ne? Weil die dem Laser folgt. Okay. So, jetzt werden wir mal zusehen, dass wir dann den Schuppen da mal in Schutt und Asche legen. Wenn man ja sogar geht hier viel Wind heute. Könnte man ja vielleicht sogar versuchen, die großen Bomben mal so im Automodus abzuwerfen. Aus großen Höhen, das ist auch immer sehr spannend. Jo. Ich sag mal, rein von den Windverhältnissen her scheint es ja optimal zu sein. Gut, aber jetzt kommt halt auch gerade noch 18 rein, ne? Ja, genau, kommt noch einer rein. So, dann halten wir mal an hier. Von wo kommt denn die F18? Na, no, von rechts. Also von meinem Warum links. Warum läuft das schon? Das andere rechts. Ich sehe nichts. Da oben ist da so ein ganz helles Licht. In der Ferne. Da,
ja, jetzt sehe ich sie. Na komm, das schaffen wir noch. Der hat sich angemeldet. Diesen Unterstand markiert. Wir haben einen Overwatch im Orbit mit Hans, der euch da ein bisschen covert. Wenn ihr wollt, wir hätten den Buddy Laser aktiv. Ich bin nördlich vom Flugplatz und mit Lasercode 1688. Da fliegt einer zu viel Air Force. Atlas 2 geht in Anflug. Braucht ihr noch Zielkoordinaten? Könnt ihr das eingeben in der Mirage? Ich kenne die leider nicht so gut. Weshalb? Warst du zu weich, oder? Nee, der ist mit ausgefahrener Airbrake gelandet. Das machst du mit der Hornet klar, nicht. Sagt mir bitte, when laser on. Achso. Der Verstand ist clear. Laser on. Lasing. Caution. So gut, seid ihr bereit? Sind bereit. Das wäre viel, oder? Also ich denke, ich bin genau auf dem Unterstand drauf. Und der Laser ist auch 15. Throttle up. Und release. Wie gesagt, keine Meilen, Kilometer. Laser on auf alle Fälle. Ich hab dich jetzt erst so wenig verstanden, ich hab nicht mitbekommen, wann du Gas gegeben hast. Ich wollte gerade sagen, ich hab, ich musste, ich musste irgendwann los, weil... Ja, alles gut. Gears up. Und Platz. Und Brightburn zum Weg-Compliance. Ein bisschen Schub raus. Copy. Bin jetzt bei 290 Knoten fallend. Viper 2 von Atlas kommt. Viper 2 hört. Wirkung? Negativ, sollte schon Impact sein. Eventuell. Also wir gehen eigentlich davon aus. Na, negativ, ich sehe noch nichts. Ich halt noch drauf. Okay, also die Bombe ist auf jeden Fall schon eine Weile raus. Und wir haben halt irgendwas explodieren sehen. Ausweich. Okay. Dann war es anscheinend nicht das, was ich markiert habe. Slavik, Fluggeschwindigkeit? 275. Wo markiert sie? Ist das in der Nähe okay. Vom Flugfeld, vom Tower? Welche Höhe willst du gehen? Was meint er? Also ich würde wieder auf 15 gehen, ich bin vorn... hinter den genau. Geparkten 15 ist gut. Hinter dem Hangar, zwischen... Es hat ganz gut funktioniert. Ein Gebäude ja. Und ein Haufen geparkter Flugzeuge. So, jetzt gucken wir uns mal an, welche Gebäude hier weg sind. Ich probiere es auch nochmal. Weil jetzt hätte es definitiv schon runter sein müssen. Spannend. Also mein Laser leuchtet. Laser kommt.
1688 ist der Lasercode. Ja, stimmt soweit. Ich gehe, ich markiere es mir und gehe gleich in Picket-Position. Verstanden. Schöne Heavy Action hier. Ja, ist gerade. Ja, schön super, ne? Fotos, ja. Und rechts von dir, Tim? Verstanden. Ich schließe mal ein bisschen auf. Laser on. So, und das ist jetzt so, wenn jetzt da im Zielgebiet zu viel gelasert wird, sollten wir uns ja schon mal ein bisschen was anderes einstellen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Nicht, dass wir ja alle auf der... Allerdings habe ja, ich wollte gerade sagen, allerdings habe ich die APKWS mit, das heißt, ich bin auf die 1688 festgenagelt, da habe ich nicht mal vorher dran denken sollen. Ich wünschte, das könnte ich dir sagen. Alles klar. Okay. Also ich bin jetzt auf der 1678. Das ist bei der Mirage wirklich so, ich kann die einfach bloß, ich muss brauchen groben Zielbereich und ich werfe sie darüber ab. Die GBU 12, wenn ich den Code einfach ändere, ändert das automatisch, ne? Ja, beim Harrier ja, da brauchst du nichts machen. Das ist der Funk. Ja, die ändert quasi, du änderst den Code vom Pod und von der Waffe immer gemeinsam im Harrier. Bitte? Auf welcher Höhe schmeißt ihr die ab? Soweit ich weiß. 20.000. So, werde gerade. Ich geh mal höher. 25.000. Ja, geh mal her auf 25.000 oder so. Vielleicht hat der Laser nicht genug Zeit, dich zu catchen. Und Level. Also ich hab da auch schon als 10 abgeworfen und da ging's. Caution. Ja, kommt immer drauf an, wie präzise du da deinen Marker gesetzt hast, ne? Ja, aber ich sehe also rundherum auch nichts, also da wäre er mal. Ich muss zugeben, ich habe das lange nicht mehr gemacht, aber es war eigentlich simpel. Ich habe allerdings auch nicht auf irgendwelche Bugs etc. geprüft. Das packt auch nicht. Du musst nur höher gehen. Sind die Hauptziele schon zerstört? Nee, da ist noch genug da. Also ich glaube, zwei solche Gebäude sind schon zerstört. Zumindest sieht das auf der Karte so aus. Schön! Oder nutzt noch jemand die 166688? Ja, hier, der Chief nutzt die. Wegen der APKWS habe ich nicht abgeändert auf dem Flughafen. In der Nähe und kann mal schauen, ob mein Laser überhaupt geht. Oder wer anders mal kurz markiert. Wir sind gerade auf dem Weg, haben ungefähr noch 50 Meilen bis zum Zielgebiet. Danach können wir mal einen Check machen. Ich nehme jetzt die 1609. Gut. Okay, dann drehen wir jetzt ein auf Wegpunkt 2. Fertig machen zum Turn. Der Flo ist ein bisschen nicht ganz bei der Sache, was seine Formation angeht. Nee, ich wollte den Autopiloten reinknallen, dann ist er komplett abgesunken und dann habe ich jetzt den Code schnell eingestellt. Sehr gut, so, also. Fans in, Licht aus. Und turning right. Das sehe ich auch gar nicht mehr. Das wundert mich nicht, so wie du an mir vorbeigeschossen bist. Aber irgendwo muss er sein, so weit kann ich nicht weg sein. Ja, du bist höher, also wir sind auf Flughöhe. Was sind wir denn? 15.150. Ah, ich bin 17. Das mag es erklären.
Ach, schön. So, liebe Liebenden. So, schau mal ein Target-Bot an. Genau, so, ich bin jetzt auch offen, ist auch schon auf Wegpunkt 2 gesloot. Ja, das bin ich auch. Und dann würde ich sagen, jetzt Formation lockern und eigenständige Zielsuche und Bekämpfung. Okay, dann gehe ich nach rechts rüber. Ja, genau, dann separieren wir uns ein bisschen, dass wir hier nicht ineinander krachen und dann gucken wir mal, was noch so steht. Wie kam ich jetzt zu dem, dass da nicht mehr NS, sondern T-Pod steht? War das... Sensor Select Switch down, also zweimal. Genau, zweimal down. Dann solltest du im T-Pod angelangt sein. So, aha. Ach, so geil, ey. Man kann es jetzt von hier aus schon ganz gemütlich gucken, ey. Das ist. Okay, da steht auf jeden Fall noch Luftabwehr. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, sehr, sehr schön. Und steht Camp da, ja. So, zack, Markpoint gesetzt. Obwohl, ist das Luftabwehr? Nee, es ist keine Luftabwehr. Okay. Ich glaube, ich sehe diesen Tank, den wir zerstören müssen. Okay. Ja, den sehe ich auch. Da könnte ich gut eine JDAM draufschmeißen. Ja, ne, ich sag mal, den können wir auf alle Fälle noch mit wegmachen. Da muss er eh weg. Okay, dann kümmere ich mich um den Tank. Okay, alles klar. Ich habe hier so ein kleines Camp, das ich ausräuchern würde. Da steht so ein komisches Auto oder sowas, glaube ich. Mhm. Ist noch schwer zu erkennen. Und zu weit weg. Kann man eigentlich auch so das Field of View nochmal reinzoomen? Also bis auf den Zoom, dieses mit Narrow und Wide? Ja, kannst du. Und zwar mit den... Also praktisch die Knopfreihe ganz links. Also müsstest du mal rüber gucken. Ja, ich hab's. Bin aber weiterhin im Orbit über dem Zielgebiet. Steht unten ein komischer Panzer. Wo denn? Ich gehe auf den einen Panzer, der da steht. Okay, ich nehme den Tank vor. Nee, den hab ich. Das ist eine Antia, oder? Achso, Tank, also auch so, achso, den Tank. Okay, ich hab hier den Tank. Ja, ich nehme einen Panzer. Ich nehme so einen Panzer, so einen kleinen, der da rumsteht. Ich meine den Kraftstofftank.
Nee, nee, da habe ich gerade eine Bombe drauf geworfen. Die ist jetzt gerade raus. Okay. Okay. Oh, mein Point Track lockt wieder nicht, ne? Also er hat irgendwie Probleme, den Panzer zu locken. Ja, dann nimm den, nimm MT für Moving Track. Ne, er fährt ja nicht. Ja, ja, geht auch nicht immer. Also geht er nur ab einer bestimmten Reichweite und so. Ja, also, Moving Track funktioniert auf jeden Fall besser. Dann lass mal Moving Track. Harrier-Mail, Treibstofftank zerstört. Copy, ich sehe ihn brennen. Piper 4, Winchester, ADB. Bombe raus. Ich habe hier noch ein Camp ausgemacht. Da ist noch ein Wachturm und vermutlich auch Manpads. Ja, da gibt's. Also mein Laser Rakete, feuert, Rakete. Aber. Denk dran, dass, pass auf, denk dran, dass dein Laser oben auf LASR gestellt ist und nicht auf TR. In ja, ja, ist okay, er. Gut, gut. Er hat auch gefeuert, der blinkt unten. Aber die Bombe ist nicht aufs Ziel gegangen. Oder muss ich bei der Bombe auch noch einen Code einstellen? Nö. Nein. Nee, musst du eigentlich nicht, wenn du das in dem, ich stelle den Code immer in dem DNT-Menü um. Also im T-Pod steht auch 1699. Entscheidend ist halt einfach, dass du dir mit dem Target-Pod halt erhalten, also dass es ein Target-Point designate ist, dann ja, wirft er das sozusagen auch auf die, dann macht er die Bomb vor, richtet er die Bomb-Fall-Line auch danach aus. Also ich hab bekommen keinen. Ja, Signal, ich habe auch Bomb-Fall-Line gehabt und alles. Ich vermute, es war eine Rapier. Was ist eine Rapier? Wiederholen. Was ist deine Rapier? Rapier Kurzstrecken-Zusammenstellung, die auch mit optischen Tracker ausgestattet ist. Die braucht quasi kein Radar. Okay, verstanden. Ich mache mich mal auf die Suche. Pickel auf Wachturm. Eine hinterhältige Bitch. Nördlich der Runway kam die Contrails her. Ah, ich habe da so eine Artilleriestellung nördlich der Runway. Also hier aber sind. Ich sehe keine Flugabwehr. Ich habe hier zwei, zwei werden es nicht sein, aber doch, es sind zwei Manpads. Frage an alle Kunden, Großteil
Lagerziele zerstört werden, also Lagerhallen und Tanks. Also, ja, den Tank habe ich zerstört. Das waren 4 Tanks, deswegen frage ich. Okay, ich habe einen Tank zerstört. Also wenn es 4 Tanks sind, dann würde ich mich nochmal auf die Suche machen. Die standen relativ dicht, 3 nah aneinander und einer leicht einzeln. Okay, dann habe ich vielleicht den einzelnen. Ich glaube, ich habe die Anti-Air gefunden. Ja, ich glaube, ich habe die Anti-Air gefunden in so einem Ort neben dem. Was ist das für ein was ist das für ein ist das ein Fahrzeug? Ein Panzer. Sieht aus ein bisschen wie ein Bradley. Ich weiß nicht, ob der Luftabwehr tragen kann. Hm. Aber der Lasercode 1699 müsste gehen, oder? Kannst du ihn auf 1688 umwenden, dann würde ich ihn mit Dings aufschalten. Dann würde ich ihn mit dem Laser Search Track aufschalten. Warte mal, ich bin gerade im Anflug. Komm mal raus. Laser an, Laser feuert. Dass ich die Bombe auch nicht verfolgen kann, dass ich weiß, ob sie trackt. Ja. So, an alle, geplant war bis 22 Uhr, das wären noch 9 Minuten. Wie sieht's aus? Wie lange wollt ihr noch? Jo, jetzt habe ich noch gesperrte Laser getroffen. Bis hier alles kaputt ist. Also ich habe jetzt hat's funktioniert. Das war sehr leise, wahrscheinlich weil du weit weg bist. Bis alles kaputt ist. Also Viper 4 landet und ist dann raus. So verstanden, weil ich würde auf jeden Fall dann noch die TechView-Datei mir durchgehen. T-Red hat es bereits gemacht, scheinbar haben unsere GPUs den Laser nicht gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Laser lag oder an unseren GPUs, dass irgendwas falsch eingestellt war. Keine Ahnung. Lag immer am Laser. Der Laser ist schuld. Wir können nicht schuld sein. Okay, das war jetzt mehrere Sachen durcheinander. Der Laser ist schuld. Der Laser war es. Alter. Sehr verstanden, die Mirage würde da jetzt auch RTB gehen. Ja, wenn du nochmal rausgehst, hast du ja genügend Zeug selber mit. Viper 2 inbound, Basel al-Assad, 1-7 Uhr rechts. F-18 macht noch einen Anflug. Was machen wir am Flug? Ich will meine Bomben noch loswerden, ne? Viper 4 inbound, Warteschleife. Ja, das ist jetzt das Problem, wenn man so viel mitgenommen hat.
Für alle, die dann schon eher weg müssen, ich glaube, wir haben relativ gut gearbeitet, da brennt sehr viel. Viper 2, Overhead Break an 7 rechts. Also ich habe beim Heavy noch meine Bombe raus, sieht man ja. I'm downwind. Alpha 3. So. Viper 2, Base, 1-7 rechts. Wie gesagt, wer noch einen Angriff fliegen will, fliegt schnell hin, wirft seinen Mist weg und dann ab zur Landung und dann gucken wir uns das Ganze auf TechView an. Wer möchte. Nee, vor allen Dingen die Harrier bin ich gespannt, wie es mehr war oder nicht. No, ich habe am Anfang schon Probleme gehabt mit den Mavericks. Viper 2 und Final Line 7 rechts. Ich auch, ja. Ja, ich sag mal, ihr hattet das härteste Brot, weil Rapier ist wirklich nicht ohne, wenn man nicht weiß, wo er ist. Nein, überhaupt nicht. Also. Das ist immer eine fiese Geschichte, also. Aber jetzt mit den Laserguided Bombs funktioniert's gut. Na, ich sag mal, Infrarot Mavericks hast den Vorteil, du kannst halt Fire and Forget und abdrehen, wenn du halt einfach noch nicht weißt, was erwartet dich. Ja. Einmal Luftüberlegenheit, dann natürlich lasergelenkte Bomben. Also ich würde zwar beim nächsten Mal was anderes machen, ich würde ein Body Lasing machen. Gerade Harrier ist einfach, Body Lasing ist einfach Beste. Ja, wie gesagt, solange du Luftüberlegenheit hast, kannst du das ja auch. Das Problem ist eben, wenn du die nicht hast. Ja, du kannst aber trotzdem von weiter weg lasern, hast einfach bessere Sicht mit dem T-Pod. Also ich weiß, das ist eine Glaubensfrage, aber... Ja, nee, hat mit Glaubensfrage nichts zu tun. Mit Luftüberlegenheit meine ich ja, wenn da gegnerische F4 in dem Fall kommt. Ach so, ja, nee, okay, das ist klar. Nee, also... Na, das meine ich mit Luftüberlegenheit. Ja, so kannst du wenigstens deine Maverick noch rausschmeißen und dann einfach abhauen. Viper 2, vacated runway 17 right. So, mal gucken, ob ich das Ding mit großen Tanks und Bomben und Magics landen kann. So voll beladen bin ich noch nie zurück. Ich guck, da ist alles Tote. Viper 4 geht Base. Nee. Oh, Panzer stehen nur rum. LKWs. Jo. Na gut, das war ja nicht das Primärziel. Entfernung 8 Meilen. Sehr verstanden, geh auf Warteschleife. Ist noch einer im Zielgebiet? Jo. Jo, ja, auch schon in Anflug. Ich schmeiß jetzt meine Angeide Bombs einfach auf die. Im Anflug oder im Hauptgebäude. Das ist kein Anflug.
Also inbound. Komm, ich besser mit dem Brot im Landeanflug oder im Zielanflug? Im Zielanflug. Okay, danke, verstanden. Wisst ihr, wusste ich's doch. Viper 4 auf 4 Meilen Entfernung noch. Wow! Kommst du denn näher? Das war knapp. Ich hab grad mal die Flughafengebäude komplett zerlegt, indem ich 6 angeheilte Bombs draufgeworfen hab. Sehr cool. Ja, alter Schwede. Jetzt steht da gar nichts mehr. Ist zwar risky, wenn die Rapier dich noch sieht. Meine, ich wollte gerade sagen, also meine Glückssträhne ist gerissen, beziehungsweise also meine Pechsträhne hält weiterhin an. Aber das trifft sich ganz gut, weil dann kann ich gleich mit in den Tech-View reingucken. Ich nehme stark an, dass mich wieder die Rapier erwischt hat. Gut möglich.